Und der es erzählt hat, wollte, er wäre auch dabei gewesen. So schließt der Märchenerzähler. Der liebeskranke Königssohn feiert nämlich Hochzeit. Zuvor hat er die widerspenstige Braut und, was noch schwieriger war, ihre Mutter bezwungen. Gut, nicht alleine. Seine 6 tapferen Diener haben ihm dabei geholfen, haben Meere ausgesoffen, hunderte von Ochsen vertilgt, Felswände gesprengt, das Gras wachsen hören und was man sonst noch alles anstellt, um die wunderschönste Königstochter zu freien. Wir sind im Märchen, meine Damen und Herren, Sie haben es längst gemerkt, wir sind bei den Brüdern Grimm. Besonders bei dem um ein Jahr jüngeren Bruder Wilhelm, der die uns allen bekannten Kinder- und Hausmärchen herausgab und nicht nur herausgab, auch in eine einheitliche Form brachte. Ab 1812, da war Grimm 27 Jahre alt, sahen sie dann das Licht nicht nur der literarischen Welt. Der Froschkönig und das Lumpengesindel, Hänsel und Gretel und Rotkäppchen, die Bremer Stadtmusikanten und Frau Holle, König Drosselbart und Herr Korbis, Eisenhans, Schneewittchen, Rapunzel, der gestiefelte Kater sowie der Fischer und Sine Fru. Und. Nach der 6. Auflage, da schrieb man bereits das Jahr 1850, waren es über 200 Märchen. Und sie waren in aller Kinder Munde und Ohren und Träume. Wiewohl auch in den ihren, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Und sie haben uns alle geprägt. In der Hoffnung auf Glück, in der Furcht vor dem finsteren Wald, im Glauben an das Unmögliche. Die Stoffe tasten ja alle Höhen und Tiefen der menschlichen Beleibe, nicht nur der kindlichen Fantasie aus. Das hat naturgemäß viele Deuter, viele Interpreten auf den Plan gerufen. Wir werden darüber noch zu sprechen haben. Doch an dieser Stelle wollen wir nur erst die Titel wie Sternschnuppen vor Ihnen aufleuchten lassen. Das tapfere Schneiderlein und Aschenputtel, die kluge Else und Dornröschen, Goldesel und Knüppel aus dem Sack. Wenn sich zwei Personen in unserem Land näher kennenlernen wollen, meine Damen und Herren, dann täten sie nicht schlecht daran, den anderen nach seinem Lieblingsmärchen zu befragen. Persönlich hielte ich das auch bei Einstellungsgesprächen für ein sehr viel sinnvolleres Verfahren als alle mir bekannten Testbögen mit Kästchen und Kreuzchen und diesem Zeug. Es hat sich in den letzten Jahren der unschöne Brauch eingeschlichen, meine Damen und Herren, frühere Berichte über die Edition, also die Geschichte der Herausgabe der Märchen selbst, wieder als Märchen zu entlarven. Als ob Märchen überhaupt irgendetwas entlarven könnten. So erfahren wir zum Beispiel, dass das Bild von der fleißigen und weisen Märchenerzählerin aus Kassel, die den Brüdern Grimm so viele Stoffe lieferte, geschönt sei. Keineswegs habe es sich um eine einfache Frau aus dem Volke, gar eine alte Bäuerin gehandelt. Nein, die Frau sei eine hochgebildete Dame gewesen, habe praktisch einen Salon geführt. Und die Brüder hätten sie nur aus Verkaufsgründen zu einer weisen Frau aus dem Volke gemacht. Das habe eben damals besser ins Bild gepasst. Diese Frau, sie hieß übrigens Dorothea Fiemann, stammte aus einer Hugenottenfamilie, also aus einer Familie von protestantischen Flüchtlingen aus Frankreich. Und sie war die Tochter eines Gastwirts. Nun kann man eine Schenke in Göttingen natürlich auch als Salon bezeichnen. Und diese Frau verkaufte nach dem Tod ihres Vaters, was ihr Garten so hergab. Das machte sie nicht zur Bäuerin, aber eine Dame von Stande, die auf dem Markt Gemüse und Obst verkauft, die findet man auch eher selten. Aber lassen wir den Streit und richten unsere Aufmerksamkeit stattdessen auf einen anderen Punkt. Ich habe gerade erwähnt, dass diese Dorothea Fiemann aus einer französischen Familie stammte. Das ist für uns deshalb von Bedeutung, weil hierdurch auch französische Motive in unsere Märchenwelt eindrangen. Denn Märchen entstehen ja überall auf der Welt und Märchen wandern. Sie sind, hoffte man im 18. Jahrhundert, das, was an ästhetischem Rest aus den Formen des mythischen Denkens übrig geblieben ist. Das heißt, unsere Kultur bewahrt sie nicht mehr, weil sie an diese Stoffe glaubt, sondern weil sie so schön sind. Das mag, muss aber nicht stimmen, wäre aber auf jeden Fall ein tröstlicher Gedanke. Dinge überleben in unserer Welt, weil sie so schön sind.
Auch das Sammeln von Märchen hat eine Tradition, die naturgemäß über die Brüder Grimm hinausweist. Das fängt in der Neuzeit bei den Venezianern mit einer Sammlung aus dem 16. Jahrhundert an, die schon im Titel Tredici Piacevoli Notti, 13 angenehme Nächte, auf einen künftigen Import aus Arabien hinweist, die Märchen aus 1001 Nacht, die dann Anfang des 18. Jahrhunderts in Paris für den europäischen Leser erschlossen wurden. Es regt sich bald überall in dieser Literaturgattung, in Irland, in England und Schottland und in Skandinavien. Es lag auch überall etwas Aufmüpfiges in der Beschäftigung mit diesen ja nur vermeintlichen Kindermärchen. Denn einmal war diese Kultur, soweit als möglich, von der höfischen Kultur entfernt. Zum anderen wurden hier ja holterdiepolter alle Regeln außer Kraft gesetzt, die die Mächte des Diesseits und des Jenseits, zu schweigen von den Geboten der Logik, aufgestellt hatten. Und dann war keine Gnade, sie mussten sich niederknien und dann war der Kopf des Königs ab. Das Wort aufmüpfig führt mich zurück zu den Brüdern Grimm, den für die deutschen Märchen eben bedeutendsten Sammlern. Denn die Brüder waren nicht nur gelehrte Professoren, sie zeigten auch ein politisches Verantwortungsgefühl, das gerade unter deutschen Akademikern nicht oft angetroffen wurde. Der Name, der hier fallen muss, lautet Ernst August II. Es gibt bekanntlich eine Reihe von Ernst August, dem den Zweiten in der deutschen Geschichte, manche mehr, manche weniger segensreich. Dieser Sohn von Georg III., also George III., war kein besonderes Glanzstück. Als er 1837 den Thron in Hannover bestieg, setzte er zunächst einmal die Verfassung des Landes außer Kraft, denn sein Denken war absolutistisch geprägt. Gegen diesen Akt der Willkür protestierten 7 Göttinger Professoren und zu ihnen gehörten eben auch Wilhelm und Jakob Grimm. 7 Gerechte, 7 Aufrechte, wenn Sie so wollen, meine Damen und Herren. Selbstverständlich wurden sie sofort entlassen. Und dann war keine Gnade. Sie mussten sich niederknien, hätte es im Märchen geheißen. Immerhin waren die beiden Herren, waren Jakob und Wilhelm Grimm, da schon Anfang 50. Es ist eine sonderbare politische Mischlage, in der die beiden Brüder sich bewegen. Sie sind Romantiker und Monarchisten. Dennoch drängt es Jakob nach Frankfurt zum Parlament in der Paulskirche. Allerdings hält er es dort nicht lange aus. Denn die wahre Heimat der Brüder blieb das Feld der Forschung. Ganz besonders das der Germanistik, die 1846 erstmals in so eine Art organisatorische Form gebracht wurde. Aber schon in den Jahrzehnten zuvor strebte die Germanistik als deutsche Wissenschaft historisierend, vergleichend, aufspürend eine deutsche kulturelle Identität an, die gleichsam aus der Vergangenheit ein Kräftefeld für die Zukunft schöpfen sollte. Das war beileibe nicht die nationalselige, brambabisierende Deutschtumsverklärung, die wir aus dem Wilhelminismus und viel Ärger noch aus dem Dritten Reich kennen. Es ging vielmehr um den Versuch der angestrebten politischen und kulturellen Einheit Deutschlands, eine Art geistiges Fundament zu verschaffen. Das Besondere und das Bedeutende eben auch der deutschen Tradition herauszuarbeiten, wie die Franzosen es ja auch machten. Wobei, um kurz noch einmal auf die politische, die umstürzerische Seite des Forschens zu sprechen zu kommen, auch die alten Rechtstraditionen in die Untersuchungen durchaus mit einbezogen wurden. Hilft uns das beim Genießen der Märchen? Ich fürchte eher weniger. Die dürfen wir nämlich nehmen, wie sie kommen. Obwohl, wie sie kommen, sagt sich da etwas einfach, denn naturgemäß wurde an den Märchen gefeilt, wurden sie oft zu Opfern dessen, was der Schriftsteller Stan Adolny einmal die grässlich wohlmeinende Erzieherdämlichkeit nannte. Da dürften eindeutige Bezüge auf das Geschlechtsleben nicht mehr erwähnt werden. Manche böse Mutter wurde flugs zur bösen Stiefmutter, damit auf das heilige Familienleben kein Schatten fiel.
Und selbstverständlich packten Generationen von Erziehern bei ihren Nacherzählungen die Stoffe voll mit moralschwerem Blei. Nehmen wir eines meiner Lieblingsmärchen, nehmen wir Frau Holle, also die Geschichte von der Goldmarie und der Pechmarie. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, Goldmarie, die anfangs von der Stiefmutter geschundene, muss in einen Brunnen springen, um eine verloren gegangene Spindel wieder zu beschaffen. Sie landet dabei in einer Gegenwelt, muss dort einen Obstbaum schütteln, ein Brot aus dem Ofen ziehen, schließlich die Betten der Frau Holle ausschütteln. Es schneit, wofür sie eben mit Gold überschüttet in ihre alte Welt zurückkehren darf. Ihre faule Stiefschwester, die ihr nachfolgt, also auch in den Brunnen steigt, die Pechmarie hingegen, die stellt sich bockig an, löst keine der Aufgaben zufriedenstellend, wird also folglich mit Pech überschüttet. Da lacht das Herz des einfältigen Pädagogen. Klar, Fleiß wird belohnt, Faulheit dagegen bestraft. Man könnte aber auch, wie viele andere Deuter sagen, Frau Holle, die man nur durch einen tiefen Brunnen erreichen kann, ist natürlich die Mutter Erde selber. Die Erde, die uns Glück und Verzweiflung schenkt. Oder man kann sagen, die Stiefmutter ist die Verkörperung des alten, des sündigen Menschen, genauso wie ihre Tochter. Wohingegen der neue Mensch die Lichtgestalt ist. Licht wie in Schnee oder Licht wie in Gold. Man kann auch viel über die Bedeutung des Namens Holle spekulieren. Für Richard Wagner, der bei diesen Deutungen wenig Furcht kannte, ist Frau Holle zur Bewohnerin des Venusbergs, so die Deutung in der Oper Tannhäuser, bestimmt. Im Ring ist Frau Holle als Hella, eine Göttin im Reich der Toten. Noch eine andere, erst in jüngster Zeit vorgeschlagene Lesart, sieht Frau Holle als Frau Hulde, als Frau Gnade, als Verkörperin einer Zugeneigtheit des Schicksals. Das Brot ist eben gerade fertig, als die Goldmarie es aus dem Ofen ziehen soll. Die Früchte sind reif im Obstbaum, den sie schütteln muss. Und Frau Holle, deren Betten als nächstes dran sind, ist eben gerade erst aufgestanden. Bei der Pechmarie läuft dagegen alles gegen den Strich. Es gibt eben keine Gerechtigkeit, es gibt nur den richtigen Moment oder den falschen. Nämlich dann, wenn es heißt, und dann war keine Gnade, sie mussten niederknien. Ich habe Ihnen diese zwei Zeilen, meine verehrten Zuseher, jetzt schon zum dritten Mal vorgetragen, weil sie nämlich einen weiteren Aspekt des Zaubers Märchen verdeutlichen. Märchen sind Geniestreiche der Abkürzungen. Alles geschieht ratzfatz. Wenn Sie, sagen wir, als Romanautor noch lange Ihre Finger kneten und sich fragen, wie kriege ich diese Figur jetzt wieder aus dieser Szene heraus, ist das im Märchen der Gebrüder Grimm schon längst geschehen. Kinder halten so etwas nicht nur aus, Kinder lieben es grell und schnell. Meine Damen und Herren, die sieben Schwaben oder doch die zertanzten Schuhe? Der Hase und der Igel oder vielleicht doch die Sterntaler? Klar, mit dem gläsernen Sarg ginge es auch. Ich rede naturgemäß nur davon, mit welchem der Märchen Sie jetzt anfangen sollten. Beim Wiederlesen, besser noch beim Wiedererzählen. Und beim sich erinnern, für was für ein Kind man sie damals gehalten hat, als man ihnen die Kunde nicht zumuten wollte, dass es böse Mütter, dicke Könige und geile Schwestern gab. Jetzt dürfen sie sich das alles zumuten, am besten in der Originalversion. So lange, bis sie wieder das Gras wachsen hören und mit ihren Blicken Felsen sprengen. Viel Vergnügen.